meine Lieben, ja, heute gibt es ein kleines Spaziergevideo. Wir wollten heute ein paar Äpfel pflücken bei uns. Hier im Dorf gibt es nämlich einen ganz, ganz schönen Apfelbaum. Also ganz, ganz viele, eher gesagt. Und ja, wir sind gerade unterwegs mit dem Kinderwagen und dem kleinen süßen Emil da drinne. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, wir sind halt wie gesagt gerade unterwegs. Wir sind gerade bei unserer Küche. Hier. Und das ist nicht weit von uns entfernt. Vorne ist so eine kleine Brücke. Da. Da sind wir gerade rübergegangen. Ja. Und dann geht der Weg hier vorne so weiter. Und da vorne ist der Apfelbaum. Da waren wir nämlich gerade schon. Ich habe geguckt, da liegen ein paar auf dem Boden. Ich möchte auch nur die vom Boden nehmen. Weil pflücken möchte ich noch nicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh für die Äpfel. Und ja, das nehmen wir ein paar vom Boden, die gut aussehen. Und ja, das machen wir heute. Ich zeige jetzt noch mal kurz den Emil Maus. Also, er hat hier so einen Schnulli. Den First Nook, den habe ich jetzt hier einfach so unbearbeitet an der Schulterkette dran. Total süß hier mit dem Hase und der hängt hier einfach so. Dann haben wir hier unsere coole Kinderwagenkette aus Dänemark. Und der süße Emil ist hier. Hat seine Latzhose an, eine coole Jacke, eine Decke und ein Spucktuch hier. Ja, so liegt er jetzt hier drin. Können Sie eigentlich auch mal ein bisschen luftiger machen hier. Total süß, wenn man so den Blick auf den Kinderwagen hat. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Wir können eigentlich umdrehen und Äpfel sammeln. Ich wollte nur gerade... Oh, mein Rad ist vorne festgestellt. Machen wir das mal kurz wieder los. So, jetzt. Wir haben unten einen riesengroßen Korb und da können jetzt ganz, ganz viele Sachen rein. Oh. Bremse wieder lösen. So, viel besser. Ja, hier ist auch voll der schöne Baum. Schaut mal. Ich glaube, da mache ich gleich noch ein paar schöne Fotos, wenn der Kinderwagen da drinnen steht. Also, weil es geht ja bis zum Boden, die Blätter. Wenn ich den Kinderwagen da reinstelle, sind bestimmt voll schöne Fotos. Aber hätte ich meine Kamera mitnehmen sollen für meine große. Also ich muss ja sagen, der Kinderwagen ist nicht wirklich geländetauglich. Also auf unserem Dorf ist das irgendwie nichts. Naja gut, wir schaffen das schon. Und weiter geht's. So. Oh nein, wir hängen hier alle paar Minuten fest, aber der Boden ist auch echt doof hier. Das ist wirklich richtig bescheuert. So, aber jetzt sind wir hier schön im Baum drin. Schaut mal. Im Baum. Voll schön noch mit der Kirche, oder? Total schön. So, Kinderwagen steht. Machen wir mal das Verdeck hoch. Dann machen wir mal ein paar schöne Fotos. Oh, ist total schön, oder? So, 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 so. Schön mal hier hin. Hier sind ganz viele Äste nämlich. Bisschen seitlicher noch. So. Zick, zick, zick. Jetzt wollen wir bei Äpfel sammeln gehen. So. Können wir mal wieder raus. Da vorne ist der Apfelbaum, seht ihr das? Das da ist ein Apfelbaum. Daneben ist direkt noch einer. Und bei uns auf dem Grundstück ist auch einer. Bei uns sind die Äpfel noch nicht so reif. Oh Gott, ey. Oh. So. Boah. Schlimm. Sieht man direkt, wo ich langgefahren bin. So. Schauen wir mal. Hier ist die schöne Brücke. Ich habe auch gerade schon ein paar Fotos gemacht. Mein Papa ist nicht mehr draußen. So, meine Lieben, wir sind jetzt am Apfelbaum, schaut mal. Und da ist noch ein Apfelbaum, aber ich glaube, das ist einfach eine andere Sorte, der Baum, weil der sieht total anders aus. Also der hat so richtig grüne Blätter und der sieht einfach komplett anders aus, oder? Seht ihr das? Das ist irgendwie ein anderer Baum, glaube ich, eine andere Sorte. Ja, der Emil ist hier. Da ist der kleine Mann. Ich habe gerade noch ein paar Fotos gemacht. Jetzt können wir es einmal runter machen, kann er zugucken.
wir werden jetzt schon ein paar Äpfel sammeln. Hier unten sind nicht ganz viele. Sehen noch alle relativ gut aus. Also guck mal, der hier zum Beispiel sieht noch gut aus. Und der hier ist natürlich nicht mehr so gut, ne? Aber der hier ist total gut. Den können wir auf jeden Fall einpacken. Und hier hinten habe ich vorhin einen voll guten gefunden. Ich glaube, das war der. Nee, der war es nicht. Oder der hier. Nee, der hat auch schon was. Aber der ist auch noch in Ordnung. Das ist ja nur für die Hasen. Der hier ist auch noch gut. So, hier liegt auch noch eine. Oh, der ist so richtig gut. So. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Die sehen auch alle nicht so gut aus. Hier sind sogar schon relativ große. Das ist ja krass. Guck mal, die sind auch noch voll gut. Außer dass hier voll viele Ameisen sind, aber die sind voll gut. Und die sind voll groß. Also auch am Baum sind total große. So. Wenn ihr mal schaut, schaut mal, wie riesig die schon sind. Und da oben sind die richtig groß. Das seht ihr gar nicht, oder? Jetzt. Voll groß. Richtige Monster schon. Ich will mal hier so schauen. Hier sind schon alle kaputt, glaube ich. Ja, die sind alle nicht mehr so schön. Aber pflücken möchte ich halt, wie gesagt, noch nicht, weil wenn man die jetzt mal anfasst hier, die sind noch zu hart. Die sind alle noch unreif. Aber da oben sind die schon rot und da hinten sind sie auch schon rot. Wir können auf jeden Fall nochmal bei dem Apfelbaum gucken. Vielleicht sind da auch noch welche. Aber wir haben ja auch schon ganz viele. Schau mal. Ne, E-Mail schauen wir nochmal weiter. Aber der Apfelbaum ist echt total schön. Wir haben im Garten halt auch gesagt, wie gesagt, einen, aber da fallen keine runter im Moment. Ich habe jetzt keine mehr gefunden. Wir haben aber trotzdem ein paar. Schon wieder die wildgewordenen Hunde hier. So. Wir gehen jetzt wieder nach uns zu Hause. Das ist da. Dann über die Straße. Ne, E-Mail? Hallo, hallo, hallo. Ja. So. Mal gucken. Links. Rechts. Gut. Dann können wir rüber. Oh, die Sonne geht so schön unter. Schau mal. Wow. So. Dann sind wir schon da. Jetzt werde ich kurz einmal die Äpfel hier hinlegen. Können wir die morgen den Tieren geben? Oder nachher noch schnell? So, die freuen sich da, unsere Hasen lieben das. Ja. Die Mel liegt im Bettchen. Da, diesen Mickey Mouse Outfit. Schläft schon ganz ruhig die ganze Zeit. Ganz brav, die Maus, die muckeln sich mal ein bisschen ein. So. Richtig schön einmuckeln hier. Schnulli kriegt sie auch noch. So. Gute Nacht, Mausi. Voll süß, oder? So, hier ist der Emils Platz. Aber der Emil schläft heute da unten in der Wanne drin. Steht hier nämlich noch. Und ja, der schläft heute drin. Er schläft nämlich gerade ganz ruhig. Und dann dachte ich mir, okay, lass ihn heute da drin. Deswegen schläft er jetzt hier. Oben ist alles ordentlich, auch hier sind ein paar Motorradsachen. Ja, ich muss jetzt nur noch den Kinderwagen hochholen, also das Gestell. Da muss ich mich ganz schnell fertig machen. Ja, und dann heißt es für mich gleich zu Felix. Und damit ist das kleine Video jetzt auch beendet hier. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Wenn ja, gerne in die Kommentare schreiben. Videowünsche auch immer gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal.